So, jetzt wollen wir mal über eine alternative Art und Weise noch sprechen, wie du subtrahieren kannst, vor allem im Kopf. Wenn du Zahlen im Kopf voneinander abziehen willst, dann ist es eine tolle Methode, die der Sal von der Khan Academy uns da vorgestellt hat. Die will ich dir jetzt auch kurz zeigen. Und zwar haben wir ja schon gesehen, wie du mit dem Entbündeln, also mit diesem Ausleihen, subtrahieren kannst. Da muss man aber einige Zahlen immer wieder sich merken, und im Kopf wird es vielleicht schnell ein bisschen verwirrend oder einfach zu viel zu merken. Und ich zeige dir jetzt mal eine Methode, wie du rechnen kannst im Kopf, ohne dir so viel Zahlen merken zu müssen. Lass uns mal rechnen. 9456 minus 7000 589. So, und die Methode, die wir benutzen, ist einfach, lass uns einfach von der unteren Zahl, die wollen wir ja von der oberen Zahl abziehen. Das heißt, anstatt jetzt alles auf einmal abzuziehen oder die Spalten abzuziehen, lass uns einfach erstmal 7000 abziehen. Die 7 steht ja hier in der Tausenderstelle, also ist die 1er, 10er, 100er, Tausenderstelle. Und wir können jetzt auch einfach erstmal nur 7000 von 9456 abziehen. Und das ist ja eigentlich ganz einfach. Also, was du da machst, ist einfach hier unten die 7 ausstreichen, und hier oben können wir dann die 9456 durchstreichen und sagen, okay, aus der 9456 sind jetzt nur noch 2456 übrig geblieben. Eigentlich ganz einfach, also das ist einfach in der Tausenderstelle 9 minus 7 gerechnet, das ist jetzt 2465, und das gleiche machst du jetzt auch mit der Hunderterstelle, mit der 5. Also lass uns jetzt mal 5, beziehungsweise 500 von 2456 abrechnen. Du kannst es auch in der Hunderterstelle machen und die 500 hier oben abgezogen. Wenn du es ganz einfach rechnen willst, kannst du auch einfach 24 minus 5 rechnen. Das ist nämlich die 4, die in der Hunderterstelle steht. Und da hat er die 5 nicht reingepasst, deshalb nimmst du die 2 noch mit dazu. Also 24 minus 5 ist 19. Und die 5, die 56 schreiben wir einfach noch mit dazu, weil die noch da waren. Und jetzt wollen wir von oben noch 80 abziehen, also die 8 in der 10er Stelle. Können wir auch von hier oben einfach abziehen. Da könnten wir uns aber auch überlegen, was ist denn 185, Entschuldigung, 195 minus 8. Das ist eigentlich auch ganz leicht. Das ist 187, und die 6 schreiben wir einfach noch mit dazu. Und zum Schluss müssen wir nur noch 9 abziehen von 1876. Und du kannst natürlich auch einfach 9 von der 76 abziehen, dann wird es ein bisschen einfacher. Das sind 67, und die 18 von oben schreiben wir einfach unten drunter. Das heißt, als Ergebnis kommt hier raus 1800 oder 1867. Und um zu kontrollieren, dass es auch stimmt, rechnen wir es jetzt einfach nochmal auf dem vorher schon gezeigten Weg. Also ich schreibe es nochmal hin. 9456 minus 7500. Wo bin ich denn hier? Moment mal. Da. 89, ich habe jetzt schon so viele Zahlen durchgestrichen, es war schwierig zu lesen. So, und hier machen wir jetzt einfach wieder unsere Ausleihenmethode. Ich gehe einfach mal von wo gehe ich denn genau? Von rechts. Also erstmal fragen wir uns, passt die 9 in die 6 rein oder ist die 6 größer wie die 9? Und nein, das ist nicht der Fall. Das heißt, wir müssen von der 5 in der 10er-Stelle eine 10 ausleihen. Aus der 6 wird also die 16 und aus der 5 wird die 4. So, nächste Frage. Passt denn die 8 in die 4 rein oder ist die 4 größer als die 8? Nein, das ist auch nicht der Fall. Das heißt, wir müssen uns von dieser 4 auch 1 ausleihen. Das heißt, aus der 4 wird die
14, ja, wir leihen uns ja einen Zehner aus. Und einer weniger von 4 ist 3. Und dann die gleiche Frage nochmal. Ist die 3 größer wie die 5? Nein, auch nicht. Das heißt, wir müssen uns einen von der 9 ausleihen. Das wird dann hier zu 8. Und einen ausgeliehen. Wird also hier zu 13. Also wohlgemerkt, jetzt sind wir hier ja eigentlich in der Tausenderstelle. Nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich. Und einen Tausender an die Hunderterstelle ausgeliehen sind dann also 10 Hunderter. So war das auch mit den anderen Stellen. Ich hoffe, ich habe dich da jetzt nicht verwirrt. Jetzt haben wir unsere ganze Ausleihtaktik hier oben quasi hingeschrieben. Und jetzt können wir auch einfach Spalte für Spalte schön abziehen und das Ergebnis unten drunter hinschreiben. Also erst die eine Stelle abgezogen. 16 minus 9 ist 7. Und die Zehnerstelle abgezogen. 14 minus 8 ist 6. Und 13 minus 5 in der Hunderterstelle ist 8. Und zum Plus noch 8 minus 7 ist 1. Und voilà. Bin ich aber jetzt froh, dass es tatsächlich das Gleiche rausgekommen ist. Es kommt das gleiche Ergebnis am Ende raus. Ich hoffe, das ist für dich eventuell ein guter alternativer Weg, um Zahlen abzuziehen. Such dir einfach raus, was für dich lieber ist. Der größte Vorteil an dieser Methode ist, dass du dir zu jeder x-beliebigen Zeit immer nur zwei Zahlen merken musst. Und hier musst du dir tatsächlich mehrere zählen. Und es kann etwas verwirrend werden mit diesem Ausleihen. Okay, ich hoffe, das hat dir geholfen. Bis dahin, tschüss.